Hey, hier ist Chrissy und willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es eine Google-Übersetzer-Challenge mit mir, Max. Hi, ich bin auch wieder mit dabei. Also, wir haben jetzt die Google-Übersetzer-App und werden da jetzt verschiedene Sprachen einstellen, zum Beispiel Italienisch. Dann werden wir versuchen, auf Italienisch zu sprechen. Also zu sprechen, habe ich gesagt. Und mal gucken, welcher Satz dann am meisten Sinn ergibt. Übersetzt natürlich auf Deutschland. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch schon an. Willst du anfangen? Ja, sei okay. Welche Sprache nehmen wir? Italienisch, fangen wir doch damit an. Ich muss das sagen, ich habe keinen Plan, wie man Italienisch spricht. Ein paar Wörter kennt man so. Ja, das mit Bella Italia. Bella Italia, Magnifico, Pasta, Bella, Oui Bibi. Oui Bibi. Bella Italia, herrliche Pasta, schöne B und B. Schöne B und B. Herrliche Pasta. Aber ich würde sagen, das macht eigentlich Sinn bis... bis auf B und B. Okay, wie machen wir das jetzt? Super Mario, Battabagno, Schattiano, Piano. Schattiano, Piano. Warte, wie machen wir das jetzt so? Super Mario, Beta, Saar, Ciano, Badezimmerboden. Badezimmerboden? Wer kennt nicht den Badezimmerboden? Beta, Saar, Super Mario, Beta, Saar, Ciano, Badezimmerboden. Also was würde ich sagen? Ich glaube, das von dir macht in dem Fall mehr Sinn, oder? Ja, dann okay, steht es jetzt 1-0 für Als mich. Nächstes, welche Sprache nehmen wir jetzt? Lass mal. Deutsch, genau. Dänisch. Bitte Dänisch. Wir waren ja in Dänemark zusammen. Okay. Te salgse trüg. Tepako, Nemiditi Kasso. Hallo? Hallo, hat nicht mal aufgenommen alles. Testen Sie nicht Cedric zu Park One. Nicht? Testen Sie nicht Cedric zu Park One. Bitte was? Okay. Tesalk, Dima, Blüg, Senk, ach, Senkbaten, Tina, Du. Oh Gott, was soll das jetzt sein? Testzyklusstunden lief von 13 bis wann Sie? Beides macht irgendwie keinen Sinn. Beides total sinnlos. Testzyklus, Stunden lief von 13 bis wann sie? Testzyklus. Also du heißt sie wahrscheinlich? Ach egal, keine Ahnung. Falls ihr irgendwelche Dänen unter euch seid, ne, schreibt mal in die Kommentare, was das eigentlich heißt. Halt also auf Dänisch heißt das? Testzyklus-Timer, Lübweg, vertraten, Theo, Nadu. Nadu? Nadu? Ich würde sagen, da geht gar kein Punkt raus, oder? Ja. Dann oder schreibt mal gerne in die Kommentare, ja, wer besser gemacht hat. Sie sagt es. Französisch. Du hast Französisch in der Schule, ist so unfair. Japanisch. Japanisch? Okay, machen wir Japanisch. Boah, das kann ja was werden. Chinghao, Mikamai Hachu, Hinahuha, Uchikipi, Huhuha Mama. Ich hab die geborene Chinesin neben mir. Japanerin, meine ich. Acht Blatt Jennifer ließen sich nieder. Acht Blatt Jennifer ließen sie nieder? Sind das auch Blätter Jennifer? Die lassen sie aber nieder. Auf, warte mal, gucken wir das auf Französisch, auf Japanisch heißt. Hab ich genauso gesagt. Genau so. Okay, mal gucken, was bei mir rauskommt. Also merkt ihr es, 8 Blatt Jennifer ließen sich nieder. Ciao, Hyang, Hong, Hang, Ching, Ka, Chong, Haya, Ha, Siang, Ching, Hong. Ist das jetzt auf Japanisch? Ich hab keine Ahnung. Wir gucken erstmal, wie das auf Japanisch heißt. Champion Home Hanshin Version. Auf Deutsch? Champion Home Hanshin Version. Champion Home. Es ist mehr Englisch als Deutsch. Ja. Champion Home Hanshin Version. Ey, ich glaube, das macht tatsächlich wieder mehr Sinn. Bei mir hört sich das an, als ob es irgendwie so eine Bezeichnung von irgendwas wäre, weißt du? So von der Version. Stadion oder so. Das hört sich damit einfach an. Champion Home Hanshin Version. Das ist so ein Stadion, das in der Version von Champion Home Hanshin ist. Ah, ich bin nicht so gut drin, glaube ich. Ich habe so viel. Bisher geht's gehen die Punkte, glaube ich, eher an Chrissy. Das ist Maori. Ist das nicht in Afrika? Lass mal Maori nehmen. Wie spricht man denn da? Weiß ich nicht. Sehen wir gleich. Warte, wir hatten noch diesen Englischfilm, wir haben wieder gesprochen. Das war witzig. Ich habe mir so. Hu, ha, 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 hu. Wir hatten einen Englischfilm geguckt, ja. Aber es gibt auch nur Handschrift. Wie? Man kann auch nicht sprechen. Russisch. Ja, dann hast du, glaube ich, einen großen Vorteil. Spanisch. Lass mal Spanisch nehmen. Mikachu, Hanamuhi, Haahu, Chingha, Huhu. Sie schingen eher so. Pikachu. Pikachu, Gangnam. Pikachu, Gangnam, Ogu.
Ich glaube, das macht bei mir sehr Sinn. Pikachu. Español de Paño Chimpan Tashua Ho. Oh. Hört euch das an. Spanisch von Spanien. Spanisch von Spanien. Das macht von mehr das Sinn. Das machen wir jetzt nicht. Spanisch von Spanien. Damit steht es jetzt 2 zu 1. Das wird Türkisch nehmen. Ey, voila. Mm. Omega, ha, nuha, nitik, habiti, chikuhu, biba, ba, ba, von, ho, ho, hema. Hab ich keinen Bock mehr gehabt. Omega, Ray. Das ist ein, mach normal, das ist nur ein Wort. Hubiba, pu, pum, pa, tu, hu, hi, ha, ho, ma, 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 nu, hu, ni, ka, tu, ta, ha. Wieso kommen da immer nur 2 Wörter bei raus? Tupi, ha, si, mi, di, konsumo, hu, ni, na, tu, ha, chi, cha, tu, pa, 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 so, ho. Bulli geben jedem Film das ganze Blut. Das ist mein Satz. Das macht schon mal sehr viel Sinn. Walla di katika ching han zu katika tika tiku. Hi, ja, hi, lala, hu. Ich bin Dutch. Ja, okay. Ich bin Dutch. Ja. Max, Satz war jetzt. Walla di Kessel, Hussein Papier. Hussein Papier. Papier. Also, übrigens ging gerade kurz Akku leer. Was macht mehr Sinn? Ich glaube, bei ihr war das eher so der Satz, aber entscheidet einfach in die Kommentare, was am besten ist. Genau. Singahelisch. Singahelisch nehmen wir jetzt. Keine Ahnung, was das ist. Singahelisch. Picasso, Pei, Hanu, Hana, Pei, Ho, Tiriwayen, Mi, Mahama, Hone, Hi, Ho, 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 Shanghami, Hi, Hu, Hu, Hana, Ha, Ba, Da, Do, Hemi, Di, Hu, Ha, 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 Da, Pei, Pei, Ha, 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 Chica-Song und Abneigung sind Stehlen oder Ritual oder Kloster oder Maharaka. Wow! Wow, voll. Ey, das kann man nicht toppen, glaube ich. Xiang Hong, Xina, Xingang, Hong, Yang, Hans, Yua, Chung, Han, Lala, Hua, Zach, Ya, Ya, Su, Hua, und Xingang, Hua, Xia, Chu, Xia, Xing, Chang, Chang. Xing, Chang, Chang. Xing, Chang. Shen Hong, Fliegerheim, Junge, Hust, das in Halara, Han auf. Shanhong Fliegeheim, junge Huster! Wer ist nicht ein junger Huster? Sinhalarachen ist auch einer davon. Okay, das war echt ein guter Satz, glaube ich. Was, warum kann ich das nicht? Ich kann irgendwas nicht daran. Wollen wir noch eine letzte Sprache? Eine Sprache machen wir noch, die kann ich aussuchen, okay? Aussuchen. Griechisch. Griechisch. Oder Hebräisch. Griechisch, wir nehmen Griechisch. Fange du wieder an? Viel Glück beim Erzählen. So. Pimi, Hana, Ho, Ho, Huhi, Tata, Pata, Kotochi, Hada, Po, Roma, Hihau, Hondo, Tati, Koko, Lala, Hama, Hudi, Hi, Ha, Hatika, Hutita, Mingu, Lana. Wow! Was für ein Motorrad, Patras, Patra, Taekwondo, diese gehörlosen Menschen. Diese gehörlosen, wow! Was sagst du denn da bitte? Sag mal. Pimi, Hana, Ki, Patra, Patra, Taekwondo, Tupi, Kofalali. Falali. Der antike Digapu Hatzing Halahu Tia Chuala Hiala Halala Z Yu Kia Chong Hu Juhu. TMT Kurie de Cappuccini lose Lendensalz gesetzt. Lose Lendensalz. Das ist nicht richtig deutsch. Gesetzt. Was Kuriere de Cappuccini? Das ist irgendwas Französisch. Warum habe ich hier in der deutschen Übersetzung irgendwie Französisch mit Deutsch gemixt? Kann mir das mal jemand sagen? Was dazu? Du hast auch Afrikisch Kurier gesagt. Ach, das ist ein Name. Das ist ein Name. Das macht eh keinen Sinn bei mir. Ich glaube, diese Challenge ging einfach haushoch an Chrissy. Yeah. Und dann würde ich sagen, was mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und bewertet übrigens in den Kommentaren mal bitte, wer hier besser war. Ich glaube, das kann nicht bei Chrissy bleiben. Okay. Schreibt. Vergesst nicht in die Kommentare zu schreiben, wer bei... Welche Sprache war das? Wer bei der zweiten Sprache besser war. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!